Hallo zum 19. Tag meines Meditations-Adventskalenders. Die letzten beiden Tage haben wir uns mit der Entstehung und dem Vergehen von Gedanken ein wenig auseinandergesetzt. Gestern haben wir die Gedankenpausen gezählt. Heute soll es tatsächlich um den anderen Aspekt gehen, denn wenn wir schon mal bei der Pause sind, dann kann man sich tatsächlich auch mal anschauen, wie die Gedanken entstehen. Wo die vielleicht entstehen, vielleicht können Sie etwas fühlen, aus welchem Teil Ihres Körpers diese Gedanken vielleicht tatsächlich aufsteigen. Vielleicht spüren Sie auch gar nichts und Sie sind einfach nur auf einmal in Ihrem Kopf. Aber versuchen Sie einmal, nachdem Sie jetzt einmal die Gedankenpausen wahrgenommen haben, zu bewusst wahrzunehmen, wie Ihre Gedanken entstehen. Und wenn Sie das merken, wie Ihre Gedanken entstehen, freuen Sie sich darauf, lassen Sie sie einfach wieder laufen, bis sie wieder vergehen und die nächste Gedankenpause kommt und irgendwann der nächste Gedanke wieder aufsteigt. Das heißt, in den kommenden 10 Minuten soll es einfach nur darum gehen, die Gedanken beim Entstehen sozusagen zu betrachten, vielleicht sogar zu bewundern, wie Seifenblasen. Das wäre die Praxis für die nächsten 10 Minuten.